Herzlich willkommen bei der ersten Folge der Serie Testautomatisierungstool. In dieser Serie werde ich einzelne Testautomatisierungstools, Frameworks, APIs vorstellen, die für die Testautomatisierung genutzt werden. Und je nachdem, wie das Feedback ist zu den einzelnen Tools in Form von Likes, Kommentaren und Views, werde ich dann für die einzelnen Tools eigene Serien erstellen, die dann tiefer in die Materie eindringen. In dieser Folge schauen wir uns Selenite an. Selenite ist eine API, die auf Selenium aufbaut und Selenium erweitert. Das heißt, wir bekommen einiges out of the box, müssen nicht so viel selbst implementieren, Helperklassen, Screenshots bekommen wir beispielsweise out of the box und noch einiges mehr. Was wir machen werden, ist ein einfaches Beispiel implementieren. Und zwar ist es so, dass ich das Ganze schon in meiner Serie Testautomatisierungs Design Pattern implementiert habe. Und was ich immer mache, wenn ich mit neuen Tools, Frameworks arbeite, ist ein altes Beispiel nehmen und das alte Beispiel mit den neuen Tools implementieren, um so den direkten Vergleich zu haben. Das werden wir auch in der Serie machen. Uns das anschauen, was denn anders ist. Und dazu nehmen wir die Login-Seite. Ich werde das Video am Ende nochmal verlinken, wo das dann mit Selenium implementiert wurde, das gleiche Beispiel. Aber wir schauen uns das Ganze auch an. Und zwar haben wir jetzt erstmal die Aufgabe, ein neues Projekt zu erstellen. Dazu gehen wir auf New File, New Project, Maven, Create from Archetype und hier sagen wir Quick Start. Klicken auf Next. Hier geben wir die Group ID ein, das ist in meinem Fall d.jakob. Und wir nennen das Ganze Testautomatisierungstools Selenite. Klicken auf Next. Und hier müssen wir auch nichts ändern. Klicken auf Next. Finish. Öffnen das Ganze, also in meinem Fall im neuen Fenster, da ich den direkten Vergleich immer ziehen will. Und sagen Auto, Enable Auto Import. Wir brauchen jetzt erstmal die Dependencies für Selenite. Dazu gehen wir auf Maven Repository, geben ein Selenite und hier bekommen wir das Ganze, gehen auf die aktuellste Version, klicken das Ganze an, kopieren brauchen wir das gar nicht, das wird automatisch kopiert und gehen hier in die Dependencies. Fügen das Ganze ein, formatieren das noch ein bisschen schöner. Und jetzt wird das Ganze importiert. Was wir uns jetzt anschauen können, ist, wie wir das hier gemacht haben. Wir haben hier eine Base erstellt, die uns die Helper-Klassen, die wir dann benutzen können, mit Explicit Wait Screen, mit einem Report. Einen Report werden wir jetzt in dieser Folge nicht erstellen. Und hier haben wir das Ganze. Jetzt gucken wir uns unser Page Object an. Es ist auch mit Page Factory schon implementiert. Wir werden Page Factory nicht nutzen, weil wir das nicht wirklich brauchen mit Selenite, so in der Form direkt. Also starten wir. Was wir machen müssen, ist die einzelnen Elemente identifizieren. Das ändert sich nicht mit Selenite. Gehen auf unser Projekt, Test. java.de, Jakob, AppTest, das Ganze entfernen wir und erstellen ein Package für unsere PageObjects, nennen das Ganze Pages und hier wollen wir ein Login-Page. Eine Login-Page, sagen einfach Pages, Login. Und jetzt gucken wir uns die Seite an, einfach die Seite aufrufen, die werde ich noch mal in der Beschreibung noch mal hinzufügen. Wir müssen als erstes die Elemente identifizieren. Das ist mit quasi jedem Tool gleich. Da klicken wir jetzt drauf, sagen untersuchen mit der rechten Maustaste, bekommen hier eine ID, ein Username, wie wir hier sehen an CrowPad Part. Dass Username einzigartig ist, das ist auch für die ID so, das haben wir in dem anderen Beispiel schon gesehen.
in dem Design Pattern Reihe, das ist ja dasselbe Beispiel. Und jetzt sagen wir private by Username Locator ist gleich bei ID und fügen die ID hinzu. Das haben wir, wenn wir jetzt nicht das Page Factory, in dem anderen Beispiel haben wir das Page Factory, aber wenn wir das nicht hätten, würden wir das Page Object, das ist auch in der Serie genau das gleiche. Das machen wir auch hier, die Locator. Das gleiche müssen wir für Passwort. Für das Passwortfeld. Hier ist das Passwort, ID, die ist auch einzigartig. Also sagen wir private by Passwort Locator ist gleich bei Punkt ID. Fügen das ein. Und noch zu guter Letzt unser Login-Button. Hier bekommen wir keinen einfachen Selektor. Was wir natürlich machen können, ist zu gucken, hier ist ja ein Button nur. Also sagen wir einfach Button. Button ist einzigartig. Das sehen wir auch hier, wenn wir es hier machen würden. Wird einmal angezeigt. Also können wir CSS-Selektor Button benutzen. Private by Login Button ist gleich bei Punkt CSS-Selektor. Fügen das Ganze hinzu. So, das war jetzt nicht viel anders, als wenn wir mit Selenium arbeiten würden. Jetzt kommt der erste Teil, der zweite Teil, und zwar wollen wir die Seite aufrufen. Gucken wir, wie wir das in dem reinen Selenium Framework gemacht haben. Wir haben hier eine Helper-Klasse. Und die können wir mal öffnen. Die ist in unserer Base und hier rufen wir das Ganze auf mit Driver get würden wir das im reinen Selenium aufrufen ohne die Helper-Klasse. In Selenite sieht das Ganze so aus. Jetzt erstellen wir erstmal den Konstruktor, sagen public login. Und wir müssen einfach nur sagen open. Importieren das Ganze, Selenite open und hier würden wir die URL aufrufen. Kopieren das und fügen das Ganze hinzu. So, jetzt haben wir den ersten Schritt schon ausgeführt. Das heißt, wir haben hier, wenn wir den Standard Chrome Browser nutzen, brauchen wir keinen Driver. Brauchen keinen Pfad angeben, wo der Driver ist, müssen nichts konfigurieren, das ist out of the box. Können das Ganze schon noch nicht ausführen, weil wir noch keinen Test haben, aber wenn wir dann den Test erstellt haben, schauen wir uns das Ganze an. Jetzt wollen wir natürlich uns einloggen, da schreiben wir uns auch einen Helper, sagen public void und das heißt dann login.with string username String Passwort. Und jetzt kommt das Besondere. Jetzt sagen wir Dollar. Und Dollar ist ein Selenium Keyword, Selenite Keyword. Das müssen wir importieren. Und jetzt geben wir einfach unseren Selector hier ein, unseren Locator. Und sagen Username Locator und jetzt haben wir das Web-Element, also das Element haben wir zur Verfügung und können jetzt Aktionen damit ausführen. Also es ist wie wenn wir sagen, wenn Web-Element in Selenium, dass wir ein Web-Element zur Verfügung haben, jetzt können wir hier draufklicken und jetzt sehen wir schon, bekommen wir hier von Selenite Methoden zur Verfügung gestellt, die wir nutzen können, die für Selenite spezifisch sind. Wenn wir etwas klicken wollen würden, würden wir jetzt sagen, klick. Wenn wir etwas, einen Text einfügen müssen, dann ist das Ganze val. Und hier geben wir unseren Username ein. Das heißt, wir bekommen schon viel mehr out of the box und müssen gar nicht so viel Helper-Klassen implementieren. Fügen wir noch ein Leerzeichen hier ein.
Genau das gleiche machen wir auch mit unserem Passwort. Dollarzeichen, Passwort. Hier wollen wir auch wieder Text einfügen, also mal. Und sagen Passwort. Natürlich habe ich hier einen Fehler gemacht. Das ist ja nicht der Username. Das ist der Username Locator. Und hier ist das Passwort Locator. Jetzt wollen wir noch auf den Login-Button klicken. Also wieder ein Dollarzeichen. Damit wir auf das Web-Element Login-Button. Punkt. Klick. Und jetzt hätten wir schon die erste Aktion ausgeführt. Wir erstellen uns jetzt erstmal einen Test, um das Ganze zu überprüfen, ob das Ganze so weit funktioniert. Erstellen ein neues Package. Nennen das Ganze Tests. Und erstellen eine Klasse, Testklasse, Login Test. Brauchen natürlich eine Login-Referenzvariable, sagen Login. Annotation add before, also vor jeder Methode. Public void setup. Und instanzieren unser Objekt. Login ist gleich new Login. Und jetzt erstellen wir einen Test mit der Annotation Test. Public void valid login test. Jetzt sagen wir login with und geben hier Username und Passwort. Und wenn wir uns das gleich mal angucken, wie wir das im anderen Framework implementiert haben, jetzt müssen wir uns hier Username ist super, Passwort ist super secret Passwort. Hier das Ganze, geben das als Passwort ein und der Username ist Tom Smith. Geben das Ganze hier ein und führen das Ganze erstmal formatieren. Führen das Ganze jetzt erstmal aus, um zu gucken, ob das bis hierhin geklappt hat. Und es scheint zu funktionieren. Kommt ein Feld. Können wir uns angucken, wie das Ganze in Element not found Passwort. Element, okay. Passwort wurde nicht gefunden. Gucken wir uns das Ganze in unserer Pages an, Login. Ach, hier sehen wir ja, wir haben anstatt Button habe ich Passwort kopiert. Führen das Ganze noch mal aus. Und jetzt haben wir auf Button geklickt. Wie wir sehen, der Browser schließt sich von alleine, wenn die letzte Aktion ausgeführt wurde. Das heißt, wir brauchen keinen Teardown in dem Fall, um den Browser zu schließen. Jetzt haben wir noch einen Schritt vor uns. Und zwar ist es ja jetzt nur eine Automatisierung, was wir gemacht haben. Wir wollen aber daraus einen Test machen. Also brauchen wir einen Is-Soll-Abgleich. Kopieren das Ganze, um Fehler zu vermeiden. Flüchtigkeitsfehler. Und sagen Login. Und wir wollen gucken, ob dieses Element hier angezeigt wird. Das klicken wir an, untersuchen. Und hier ist unsere Class, also können wir mit CSS Select arbeiten, sagen einfach Flash.css ist einzigartig.
kopieren das Ganze. Und fügen das jetzt, wir würden das eigentlich in der eigenen Seite hinzufügen. Wir fügen, könnte man, wenn wir noch an der anderen Seite mehr machen würden, aber wir benutzen ja jetzt erstmal nur diese Seite und es ist nur ein Beispiel. Also sagen wir, machen wir das Ganze hier in dem Page Object, sagen bei Wallet Login Locator ist gleich bei Punkt CSS Selector, übergeben Wert. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit. Und zwar hat Selenite eigene Assertions out of the box, die ganz nützlich sind, finde ich. Wir können sagen, public is wallet login beziehungsweise assert wallet login. Sagen wieder unser bekanntes Dollarzeichen, geben unseren Locator ein, Wallet Login Locator, Punkt. Und jetzt können wir sagen, should be. Und jetzt können wir mit Conditions arbeiten, sagen Condition. Und hier sehen wir die ganzen Conditions, die uns Selenite zur Verfügung stellt. Is disabled, is checked, appears. Wir wollen visible benutzen, Condition. Visible. Und natürlich kann es ja sein, dass die Seite, weil es zur nächsten Seite geht, das noch nicht geladen ist. Also wollen wir natürlich darauf warten. Wait until condition visible. Und hier sagen wir, wie lange in Millisekunden. 4000, das sind 4 Sekunden wollen wir warten. Das heißt, wie wir hier sehen, bekommen wir auch explicit waits schon so quasi out of the box, die wir direkt für die einzelnen Elemente benutzen können. Hier natürlich müssen wir einen Rückgabetyp sagen void. Und das wäre schon unsere Assertion. Jetzt gehen wir in unseren Testklasse. Sagen log schreiben, nicht sagen login. Assert wallet login. Und jetzt hätten wir unseren ersten Testfall implementiert. Das führen wir aus, rechte Maustaste, Run, Login Test. Und unser Test war erfolgreich. Es ging ziemlich schnell. Was ich jetzt noch zeigen will, ist, was wir out of the box bekommen. Wir lassen den Test einmal fehlschlagen, indem wir uns mit invaliden Nutzernamen einloggen wollen, invalid, führen das Ganze nochmal aus. Das heißt, jetzt wartet er 4 Sekunden, weil wir das angegeben haben. Und dann müsste er den Browser schließen und uns ein failed. Das heißt, unser Test funktioniert. So, jetzt können wir uns das Ganze mal hier angucken. Was für eine Fehlermeldung wir bekommen. Er sagt uns Element nicht gefunden, Flash Success. Und erwartet wurde, dass es visible ist. Und jetzt sehen wir hier, es wurde gleich, wenn der Test fehlschlägt, werden Screenshots erstellt. Out of the box, hier. Also in dem Pfad, Build. Das ist hier, Build, Reports, Test. Und hier sehen wir die Screenshots, die erstellt werden. Das können wir uns ganz angucken. Hier ist einmal HTML-Datei und hier ist der Screenshot. Und wie wir sehen, wir wollten eigentlich Username ist invalid. Das müsste eigentlich valid sein. Hier bekommen wir die Nachricht invalid, weil es auch so war. Und der Screenshot wurde out of the box erstellt. Und das finde ich ein schönes Feature out of the box, was wir mit Selenium nicht haben. Da müssen wir alles uns selbst implementieren und hier bekommen wir schon einige Funktionalitäten. Und wenn wir uns jetzt nochmal kurz zum Schluss unseren Test angucken, wir haben hier 2 Zeilen Code in unserem Test. Genau dasselbe haben wir auch hier. Und die erste, unser Login
sieht genau gleich aus. Also Login with, das haben wir genau das gleiche hier. Das heißt, wir abstrahieren schon mal. Und das ist der Vorteil, wenn man so abstrahiert, dass man auch Frameworks oder APIs ersetzen kann. Wenn wir 1000 Tests hätten und wir müssten 1000 Tests anpassen, wird das ein Riesenaufwand sein. Aber wenn man das abstrahiert, wie wir es in dem Fall machen, mit unserem Page Object, dann können wir einfach das Framework oder die API dahinter ersetzen, ohne so einen Riesenaufwand zu haben. Und wie wir hier sehen, haben wir hier gleich die Assertion, die unseren Screenshot erstellt. Hier haben wir eine eigene Assertion implementiert. Das heißt, wenn wir mit reinem Selenium arbeiten, müssen wir viel mehr selbst, wir bekommen nicht so viel out of the box. Und das ist schon ein Vorteil, den uns hier Selenite bietet. Das jetzt, ich würde, gerade wenn ich ein neues Tool einsetze in Projekten, dann würde ich erstmal ein Proof of Concept machen. Das hier war jetzt ein kleines Beispiel. Das hat uns gezeigt, okay, das hat schon Vorteile, Selenite. Aber es sind noch andere Faktoren, die da mitspielen, um das zu evaluieren. Deswegen empfehle ich immer ein Proof of Concept und dann eine Entscheidung zu treffen, welches Framework, welche API oder Testautomatisierungstool man einsetzt. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen. Über ein Like würde ich mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Testautomatisierung gewusst wie.